tut mir leid. Ich habe Simmons vertraut. Ich hätte seine Lügen durchschauen müssen. An allem bin ich schuld. Du hast nur Befehle befolgt. Du dachtest, du tust das Richtige. Den Impfstoff finden, die Welt retten und all das. Was ist da gerade passiert? Na klar, sie haben unsere Waffen. Hey, da sind unsere Sachen. Wie kommen wir da rein? Viel Glück. Danke. Sherry! Alles okay! Sicher? Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Nicht schlecht für ein Mädchen! Gern. Vorübergehende Stromumleitung zur Inkubationskammer. Zum Aktivieren des Aufzugs Reservebatterie anschließen. Reservebatterie? Wo ist das Ding bloß? Wir müssen sie wohl suchen. Reservebatterie 1 aktiviert. Aufladung 25%. Wir brauchen mehr? Verdammt! Praktisch, weil wir haben wohl keine Wahl. Wirklich? Anders geht es nicht? Na gut. Thank you.
Reservebatterie 2 aktiviert. Aufladung 50%. Zur Hälfte geschafft. Reservebatterie 3 aktiviert. Aufladung 75%.
Überspannung. Evakuierung über den Aufzug einleiten. Bitte! Hier ist kein Strom da und jetzt zu viel? Wenigstens läuft der Aufzug. Wir müssen es irgendwie stoppen. Kahn könnte dabei helfen. Okay.
Mist! Sherry, alles okay? Ja, alles klar. Schnell! Chris! Freut mich, Sie wohl aufzusehen. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Sie sind Ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie, wo... Halt, Moment mal. Hast du ihn gekannt? Ja, habe ich. Und ich habe ihn getötet. Du warst es. So ist es. Chris? Er sollte nicht so laut kläffen. Wir regeln das unter uns. Los. Schießen Sie. Sie haben allen Grund. Aber Sie müssen am Leben bleiben. Sonst ist alles verloren. Du wagst es, mir Befehle zu geben! Aufhören! Waffe runter! Los! Was war's? Hast du nur Befehle befolgt? Oder war es persönlich? Beides. In 3 Sekunden jag ich Ihnen eine Kugel in den Kopf! Runter mit der Waffe! Waffe runter! Hier geht es um viel Wichtigeres als dich und mich. Wir müssen weg! Jake! Ich weiß! Leute, das hier scheint eine Art Aufzug zu sein. Und das noch einer! Lauf, raus hier! Ende der Welt. Wenn wir es nicht stoppen. Also, wenn dieser riesige Kokon schlüpft.
haben wir Probleme. Nur ein paar. Wir müssen hier weg und das HQ warnen. Helfen Sie mal! Hier lang! Sie hätten wirklich nicht so viel aufs Spiel setzen müssen. Wesker hat es nicht alles verdient. Sie haben das Richtige getan, für das Wohl der Menschheit. Aber er war sein Vater. Er hatte das Recht, es zu wissen. Auf jeden Fall wird es nie langweilig, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Sorry, es war nie leicht, mein Partner zu sein. Sobald wir hier raus sind, wird alles anders. Jake. Spar dir die Vorträge, okay? Wir müssen einen Ausgang finden. Ich wollte doch nur... Wenn das vorbei ist, mit Chris. Ganz in Ruhe, okay? Das ist meine Sache. Und ich will jetzt nicht an diesen Trottel oder meinen Vater denken. Dafür habe ich Zeit, wenn wir hier jemals rauskommen. Daran hindern. Jake! Weißt du was? Ich bin nicht wie mein Vater. Und ich sorge dafür, dass das auch so bleibt. Wir verschwinden. Und dann rettest du die Welt. Sie haben recht. Dann los. Ich hab genug.